Hallo, hier ist Michelle von Sternkelrausch. Schön, dass du wieder vorbeischaust. In dem heutigen Video siehst du, wie eine Gutscheinverpackung zu Weihnachten gebastelt wird. Vor kurzem habe ich ein Visitenkartenmäppchen gezeigt. Den Link mit dem Video siehst du hier oben rechts in der Infokarte. Und das habe ich jetzt einmal abgewandelt, nicht als Visitenkarte, sondern in Form für eine Gutscheinkarte. Das passt mich auch super hinein. Das Maß ist ein bisschen abgewandelt. Für das Visitenkartenmäppchen habe ich eine Höhe von 6,5 cm verwendet und hier habe ich 7 cm verwendet, damit ein bisschen mehr Platz auf der Front ist zum Dekorieren zu Weihnachten. Hier habe ich dann das Stempelset Weihnachten daheim verwendet. Das findest du im Herbst-Winter-Katalog auf Seite 39. Dazu gibt es auch die passenden Edge-Litz-Formen Winterstädtchen. Auch total süß. Da kann man solche tollen Formen ausstanzen und alles Mögliche dann auch mit dekorieren. Für diese Gutscheinverpackung habe ich den extra starken Farbkarton verwendet, weil das richtig schön stabil ist. Hier siehst du die Farben Schiefergrau. Das ist bisher mein Favorit von allen Farben, die ich jetzt hier gebastelt habe. Das ist Espresso. Das ist Savanne. Wildleder. Und das hier habe ich geprägt mit dem Prägepulver in Kupfer. Das schimmert so richtig schön. Auf der Rückseite habe ich dann den Spruch "Genieß den Zauber der Weihnachtszeit" gestempelt und geprägt. Und statt eines Ovals habe ich hier ein Quadrat ausgestanzt mit den Framelits-Formen Stickmuster. Da gibt es ja insgesamt 3 verschiedene Formen. Ovale, Kreise und die Quadrate in jeweils 4 verschiedenen Größen. Und das ist das zweitkleinste Quadrat. Und in Anführungsstrichen das Schleifenband habe ich mit Washi-Tape beklebt. Das ist auch im Herbst-Winter-Katalog. Und die Schleife ist aus den Thinlitz-Formen Mini-Leckereintüte. Das ist die, da kannst du so ja, diese Tüte machen und auch entsprechend dekorieren. Und da war diese Schleife dabei und die habe ich einfach verwendet. Falls du diese Ausstandsform nicht hast, dann kannst du auch ganz einfach anhand eines Geschenkbandes zum Beispiel eine Schleife binden. Wie zum Beispiel hier mit dem Leinfaden, der ja auch universell einsetzbar ist. Also den kann man auch auf so viele Projekte verwenden. Der Leinfaden ist auch so ein kleines Must-Have in der Kartengestaltung oder für Geschenkverpackung. Am Freitag war ich in dem schwedischen Möbelhaus und habe so eine Gutscheinkarte mitgenommen. Und ich finde, die Farben sind doch so ein bisschen Stampin' Up ähnlich. Von daher passt das ganz gut. Du kannst natürlich jede andere Gutscheinkarte da reinpacken, die du im gut sortierten Geschäft findest. Also mittlerweile findest du das ja auch in fast jeder Drogerie oder Tankstellen oder in großen Supermärkten. Da sind ja doch ganz viele Gutscheinkarten mittlerweile, die man sich da besorgen kann. Ansonsten kannst du natürlich auch selber eine Gutscheinkarte anfertigen, sodass du zum Beispiel sowas als Nikolausi verschenken kannst, indem du dann raufschreibst oder raufstempelst, zum Beispiel Gutschein für einen Kinobesuch oder zum Essen gehen oder eine Massage oder was auch immer. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich dir gleich. Hier ist die Besonderheit, dass das nicht wie bei dem hier mit einem Geschenkband fest verbunden wurde, sondern mit Stampin' Dimensionals aufgeklebt wurde. So ist immer noch so viel Abstand, dass man das hier gut zwischenschieben kann, sodass die Verpackung gut geschlossen werden kann. Genau, also du brauchst dafür ein Stück Farbkarton. In dem Fall habe ich den extra starken Farbkarton verwendet. Und du brauchst natürlich den Papierschneider. Aus einem DIN A4-Bogen bekommst du 4 solcher Gutscheinstreifen. Das schneide ich jetzt hier einmal bei 7 cm ab. Und falze den Farbkarton einmal bei 5,5 cm. Schieb das weiter bis 15 cm und falze es da auch noch einmal. Nun werden die Falzlinien einmal mit dem Falzbein nachgezogen,
sodass der Farbkarton richtig schön flach aufliegt. Weil wenn du das jetzt nur so runterdrückst, dann kommt das immer wieder hervorgeschnellt. Es bleibt jetzt im Moment nicht ganz flach liegen, aber das ist, also man merkt es schon, ob das jetzt richtig steif ist oder halt flexibler. Und in dem Fall ist es so, dass die linke Seite die kurze Seite ist. Die rechte Seite ist ein bisschen breiter und auf der Innenseite, da wird dann ein Kreis ausgestanzt. Das kann ich eigentlich jetzt schon machen. Ein Kreis ausstanzen, das ist die 1 Zoll Kreisstanze. Das ist noch ein altes Modell. Also die Form gibt es so gar nicht mehr zu bestellen von Stampin' Up. Da gibt es jetzt nur noch die gräulichen Modelle. So, und den Kreis, den schneide ich einmal in der Mitte durch und befestige die Halbkreise mit dem Tombow Mehrzweckflüssigkleber. Da reicht nur ganz wenig hier am Rand. Moment, kannst du das sehen? So. Damit ich das gerade haben möchte oder ziemlich mittig aufgeklebt haben möchte, nehme ich mir einfach zur Hilfe hier ein Lineal. Guck, wo die Mitte ist. Das mache ich auf der anderen Seite genauso. So kann ich dann die Gutscheine hier zwischenklemmen. Ich finde die Variante eigentlich ganz praktisch, sodass man dann die Gutscheinkarte hier einfach hineinstecken kann und ganz einfach wieder rausziehen kann. So, jetzt brauche ich noch die Big Shot, damit ich mir die Ovalen ausstanzen kann. Ich habe hier einmal mit zwei Stanzformen gearbeitet. Das sind einmal die lagenweise Ovale und hier habe ich dann den Rand von den Framelits-Formen Stickmuster verwendet. Du kannst natürlich auch nur die lagenweise Ovalen nehmen und das Wellenoval verwenden. Da mir die Stickmuster-Variante sehr gut gefällt und das noch ein bisschen edler aussieht, habe ich mich dafür entschieden. Diese Gutscheinverpackung gestalte ich heute in Schokobraun. Als erstes bestemple ich die Rückseite. Dazu nehme ich dann das Stempelkissen in Schokobraun und verwende dazu den Stempel Magic, damit ich den Stempelabdruck auch gerade stempel. Bei den ganzen anderen Gutscheinverpackungen habe ich immer mit dem Stampin' Magic gearbeitet. Ich versuche das jetzt mal ohne und ich schaue mal, ob mir das gelingt. So, hier habe ich schon mal ein bisschen schief gestempelt. Und der Abdruck ist ein bisschen kriselig, weil der Stempel nicht genügend Farbe aufgenommen hat. Also in dem Fall hätte ich mal lieber den Stampin' Magic verwendet, dann wäre das mit aller Wahrscheinlichkeit nicht passiert. Das Ganze ist jetzt fertig gestempelt worden und braucht jetzt nur noch zusammengeklebt werden.
Mit dem Stampin' Magic wäre das etwas gerader geworden, aber ich habe das jetzt einfach mal ohne gemacht, um zu zeigen, wie schnell das gehen kann. Weil manche stört das ja auch nicht, wenn das ein bisschen schief ist. Ist ja handgemacht. So, jetzt brauche ich nur noch hier einmal Kleber auftragen. Und jetzt brauche ich noch ein paar Stampin' Dimensionals. Ich lege jetzt schon mal die rechte Seite nach unten und die linke Seite da drüber und lege das Oval einfach hier drauf, um zu gucken, wie das passt. Und merke mir so halbwegs die Linie, die ich bekleben kann von der Unterseite. Jetzt habe ich ja Daumen und Zeigefinger festgehalten. Also das ist die virtuelle Linie. Und nehme jetzt hier drei Stampin' Dimensionals. Klebe die auf. Jetzt gucke ich nochmal, ob das auch wirklich so passt. Nicht, dass ich zu weit nach links aufgeklebt habe, sodass dann nachher die Lasche gar nicht mehr darunter passt. Aber das passt sehr gut. Also man kann hier einmal zwischengucken und dann sieht man auch den Abstand. Das solltest du eigentlich jetzt sehen können. So, jetzt brauchen wir nur noch die Schutzfolie abziehen. Aufkleben. Und fertig ist meine weihnachtliche Gutscheinverpackung. Also du siehst, wie schnell und einfach so eine nette Geschenkidee fertig gebastelt ist. Das kann man halt wirklich sehr gut abwandeln, wenn man jetzt zum Beispiel zum Geburtstag eingeladen ist. So, ich zeige jetzt nochmal alle auf einen Blick. Genau, also Espresso, Schokobraun, Savanne, Schiefergrau, Wildleder und in Kupfer. Ja, mein Favorit ist immer noch das Schiefergraue. Das mag ich persönlich am liebsten leiden. Vielleicht hinterlässt du mir ja einen Kommentar, welches dein Favorit ist oder in welcher Farbe du das gestalten würdest. Man kann das natürlich auch in verschiedenen Farben machen, dass das Ganze ein bisschen bunter ist, dass man zum Beispiel einen roten Schriftzug verwendet und die Bäume in grün stempelt, Sterne und den Mond in gelb, dass das Ganze dann ein bisschen farblich aufgepeppt ist. Ich hoffe, die Anleitung kommt jetzt genau richtig kurz vor Weihnachten, sodass du das auch nachbasteln kannst. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich wieder über einen Daumen nach oben freuen. Wenn du kein Video mehr verpassen möchtest, dann abonniere meinen Kanal. Besuch mich auch gerne auf meinem Blog auf www.stempelrausch.de oder auf Facebook. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!